So, und es geht gleich weiter mit meinem Joint 1000s Let's Play 4-2. Und wir sind immer noch hier. Okay, sie sind soweit. Bald ist Saaltag. Wir sind hoffentlich kein Problem. Scheiße. Gut, endlich. Da habe ich zwar fast die ganze Munition mit der Schrotflinte aufgebraucht, aber immerhin sind sie tot. Sturmgewehr. Wo ist der letzte? Da hinten. Gut. Jetzt gehe ich mal hier weiter. Und schaue, ob ich dort vielleicht dort hochkomme. Was ich natürlich hoffe. Viel Munition haben wir auch nicht mehr. Ist der tot? Nein, natürlich nicht. Da ist noch einer. Gut, auch erledigt. Ach, bitte, wie viele Gegner kommen dann noch? Ha, der ist auch schon tot. Jetzt haben wir wirklich bald keine Munition mehr. Jetzt muss ich die von denen einsammeln. Da haben wir alle nur Maschinenpistolen. Gut, dann nehme ich die mal statt dem Raketenwerfer, die Maschinenpistole. Denn den werden wir höchstwahrscheinlich eh wieder bekommen, wenn wir ihn wirklich brauchen. Der wird wahrscheinlich sowieso wieder irgendwo rumliegen. Müssen wir mit dem Lift fahren? Ja, müssen wir mal wieder. So, höchstwahrscheinlich kriegt er wieder eine Vision, wie so oft. Oder irgendwer sagt wieder etwas. Okay, diesmal Speicherpunkt. Gut. Und ein Gegner. Gut, den hätte ich schon mal gekillt. Die immer mit den Granaten, die gehen mir so auf den Sack mit denen. Hammerhead-Munition. Gut. Wie viel Munition haben wir? 25 Schuss. Toll. Nicht besonders viel. Und ist das ein Hinweis? Ja, ein Hinweis. Die Schüler der Marienkäfer-Testgruppe wurden mit der Wirkstoffmischung PN5A behandelt. Eine Variante des neuesten und aggressivsten psychogenen Mutagene. Erwartetes Verhalten, höhere kognitive Reaktionszeiten, verstärktes psychisches Bewusstsein, verbesserte psychische Kontrolle. Phase 2 Ergebnisse. Starke Ausschläge in den psychischen Fertigkeiten bemerkbar, die jedoch nur sehr schwer kontrolliert werden können. Okay. Das hatten wir schon. Bad Children, Go to the Principal, kennen wir schon. Was? Good Children, Get an Extra Milk. Aha. Okay, sie haben sie gestellt. Sehr interessant. Rennt wieder ein Gegner. Können wir da durch? Sicherheitsausweis erforderlich, haben wir nicht. Ach, wir brauchen jetzt einen Sicherheitsausweis. Gehen wir zuerst da durch. Gut, das ist ein Speicherpunkt, das sieht schon mal gut aus. Ich muss etwas Munition sparen. Deshalb mache ich nur einzelne Schüsse. Okay, da haben wir noch 6 Schüsse, 6 Schuss mit der Waffe. Jetzt haben wir also die ganze Maschinenpistolmunition ein. So, gehen wir mal da durch. Okay, da ist nix, nicht mal ein Hinweis oder sonstiges. Da ist ein Lift, mit dem werden wir jetzt fahren. Ich hoffe, da unten finden wir einen Sicherheitsausweis. Ja, ein Speicherpunkt. Das sieht ja schon mal gut aus, wenn ein Speicherpunkt kommt. Okay.
Gesundheit. Nochmal ein Medikit. Tetanus, hoffentlich nochmal eine Spritze. Ja, gut. Sturmgewehrmunition haben wir wieder bekommen. Dann können wir ja das gleich benutzen. Gehen wir da durch. Hammerhead. Okay, wir haben schon das Maximum an Medikits. Das ist natürlich weniger gut. Teacher's Lounge. Lehrerzimmer höchstwahrscheinlich. Da scheint aber auch nichts Besonderes zu sein. Schon wieder Go Wildcats. Ich glaube, die haben wirklich keine anderen Hobbys als du Wildcats hier. Gut, da kommen wir so nicht rein. Aber hier haben wir den Sicherheitsausweis. Okay. Was sollte das jetzt? Okay. Hier haben wir jedenfalls einen Hinweis. Trotz wiederholter Ermahnungen stolziert Dr. Amendes noch immer in völlig unangemessener Aufmachung auf dem Schulgelände umher. Kinder und Eltern werden sicher unangenehme Fragen stellen, wenn sie den Sportlehrer in einem Laborkittel sehen. Er sollte sofort Disziplinarmaßnahmen eingeleitet werden. Gut. Noch ein Hinweis. Sehr geehrter Herr Rektor Saunders, wir machen uns Sorgen um unseren Sohn Zack und unsere Tochter Marlene, wie auch immer man sie aussprechen mag. Da sie ja ausgebildete Psychiater sind, wären wir für Ihren Rat sehr dankbar. Beide berichten von wiederkehrenden Albträumen, die von Gefangenschaft in dunklen Räumen, Stichen mit Nadeln und gewalttätigen Bildern geprägt sind. Zuerst dachten wir an einen gemeinsam ausgeheckten Streich, aber die Träume scheinen die Kinder ernsthaft zu belasten. Sie können sich nicht erinnern, solche Szenarien jemals im Fernsehen gesehen zu haben und haben natürlich auch noch nie etwas Ähnliches erlebt, sodass wir unsicher sind, woher diese Träume kommen und was man dagegen tun kann. Daher wäre uns sehr an Ihrem Ratschlag gelegen. Daryl und Chanel Masterson. Tja, das wird jetzt schon nicht daran kommen, dass die hier in der Schule was gespritzt bekommen. Da kommen wir nicht raus, wir müssen jetzt wieder hier durchs Fenster. Warum geht die Taschenlampe immer automatisch aus? Panzerung. Schon wieder so ein Vieh. Ach du Scheiße. Wie ich das Vieh hasse. Der ist doch da reingerannt, oder? Wo ist das Vieh jetzt? Jetzt muss ich den doch nicht wirklich hier durch dieses Labyrinth verfolgen. Komm, bleib stehen. Ich erlöse dich. Ich erlöse dich doch nur. Ich erlöse dich. Bleib stehen. Ach. Scheiße, da war keine Munition mehr mit dem. Okay, jetzt ist er tot, glaube ich, oder? Ja. Gut, dann können wir jetzt wieder Waffe wechseln. Nehmen wir den Hammerhead. Jetzt müsste ich noch wissen, wo wir denn jetzt hin müssen. Ich darf nicht wieder mit dem Lift hinauffahren. Ja, und dann durch diese Tür durch, wo wir letztens nur mit dem Sicherheitsausweis durchgekommen wären. Den wir ja nun haben. Jetzt müssen wir die Türe aufbrechen. Und natürlich kommt das. Kommt Alma. Oder wer auch immer. Okay. Soll ich da runterspringen? Ich wage es. Gut. Ich hoffe, wir sind hier richtig. Beckett, ich habe den Weg zum APC gefunden. Ich muss mich beeilen. Keegan geht's etwas besser, aber kämpfen kann er noch nicht. Stokes Ende. Okay.
Gehen wir hier Richtung Exit. Das sieht schon mal gut aus. Okay, das scheint hier gewesen zu sein mit dem Sicherheitsausweis. Das heißt, nun können wir hier eintreten. Ich schließe die Tür wieder. Okay. Gehen wir hier weiter. Alleine da oben auf mich warten, ist ja lebensmüde. Okay, wir sind verreckt, weil ich nicht auf die Lebensenergieanzeige geschaut habe. Tja, Pech für mich. Müssen wir es nochmal probieren. Aber gibt Schlimmeres. Also gehen wir nochmal hier durch die Türe. Ach so, wir hatten von Anfang an schon so wenig Leben. Ja, das habe ich ja nicht mal bemerkt. Auszeichnung freigeschaltet, festnagelt, festgenagelt. Der hat das Leiche noch weiter geschossen. Okay. Ein Hinweis? Ja, ein Hinweis. Der Schüler der Laubfrosch-Testgruppe wurden. Die Schüler der Laubfrosch-Testgruppe wurden mit der Wirkstoffmischung PN5B behandelt, eine Variante der neuesten und aggressivsten psychogenen Mutagene. Erwartetes Verhalten, höhere kognitive Reaktionszeiten, verstärktes psychisches Bewusstsein, verbesserte psychische Kontrolle. Phase 2 Ergebnis. Gemischte Ergebnisse, befriedigende Kontrolle, aber die Fähigkeit bleibt insgesamt unerheblich. Okay. Geh nur hier durch den Exit. Gut. Ach du Scheiße. Gut, Panzerung bekommen wir wieder. Ich hoffe, da drin ist keiner mehr. Nein. Aber ein Hinweis. Okay. Nur für den Dienstgebrauch. Die Erfahrung von Generationen lehrt uns, dass die Evolution ein wundersamer Prozess ist, der Gebrechlichkeit und Schwäche ausmerzt und Vielfalt und Anpassungsfähigkeit fördert. Doch sie ist auch langsam und führt häufig in Sackgassen. Wer also das Potenzial des Menschen in einem kürzeren Zeitrahmen entwickeln will, muss die Sache in eigene Hand nehmen. Der Zweck des Paragon-Programmes ist es, herausragende Exemplare der Spezies Mensch zu finden und zu pflegen, um sie mit Hilfe des Harbinger-Programmes zu überlegenen Lebensformen weiterzuentwickeln. Einfach gesagt, suchen wir Vorbilder der Evolution, die uns durch die Kraft ihres Körpers und die Flexibilität ihres Geistes. Jetzt habe ich es verloren. Scheiße. Und durch die Flexibilität ihres Geistes, durch einzigartige Zielstrebigkeiten und durch ihre schiere Willenskraft in eine hellere und bessere Zukunft führen können. Gut. Hätten wir das auch gelesen, diesen Hinweis. So. Da können wir nicht durch. Jedenfalls würde ich sagen, der Part von Let's Play 4.2 von Mutant 1000 ist hier zu Ende und ich begrüße euch dann zu einem neuen. Also, bis dahin. Adieu.